schon gesagt ist. Und Bohnenbrühen. Ilja Matulin, wie oft trainierst du eigentlich die Woche, wenn man fragen darf, ungefähr? Ja, eigentlich vom Montag bis Freitag, zwei Stunden. Ja, und dann halt kommt drauf an, wie der Stundenplan in der Schule gelegt ist, weil ich als Ringer auf der Elite-Schule Sport, sag ich mal, muss keinen Sport mitmachen. Da habe ich die Erlaubnis, halt in der Ringerhalle zu fahren und da ein bisschen was, entweder Techniktraining mit einem Partner oder Krafttraining zu machen. Du bist ja, mal Glückwunsch, nach dich alles, WM-Dritterin, also doch eine Bronzemedaille auf dieser Ebene, super Leistung. Ganz ehrlich, wo du hingefahren bist oder hingeflogen, glaube ich, zur WM, war für dich eine Medaille schon ein Ziel oder hast du eigentlich damit jetzt wirklich nicht gerechnet? Man hat ja Ziele, wenn man hinfährt, man will ja was erreichen, aber ich sag mal, eine WM ist einfach ja eine Spitzenebene, was dort an Leistung abläuft. Ne? Ja, natürlich, der Weg war schon schwer, sage ich mal, auch parallel zur Schule musste man den Stoff nachholen, ja, den man versäumt hat. Ja, aber sonst war es schon einfach so ein Gefühl, einfach unbeschreiblich, sage ich mal, auch vom Trainer her, der auch immer hinter mir gestanden hat, auch wenn die Europameisterschaft nicht so glatt gelaufen ist, als ich nach den drei Kämpfen rausgeflogen bin. Im Endeffekt Siebter geworden bin, hat er mir trotzdem den Mut gegeben. Ja. Wollte ich gerade fragen, du hast es ja schon gesagt, sowas ist eigentlich unbeschreiblich, wenn du dann, wie gesagt, in dem im kleinen Finale dann stehst am Ende und der Kampfrichter hebt deine Hand und du registrierst jetzt, du hast jetzt gerade hier eine Bronze geholt. Ich glaube, viele sagen auch immer wieder, in dem Moment haben sie es gar nicht registriert, sondern erst weit später, wenn sie es verarbeitet haben, dass sie jetzt eigentlich auf der WM Dritter geworden sind, oder schon? War es bei dir auch so? Ja, aber war schon geil. Also da habe ich mich echt irgendwie so... wie so neugeboren, sag ich mal, gefühlt. Das war ein bisschen übertrieben gesagt, aber einfach unbeschreiblich. Da musste dann auch ein kleiner Schrei losgelassen werden. Ne? Und die Matulin sind ja bekannt, große Bruder ringt ja auch, der Nick. War das für dich ein Vorbild, auch zum Ring zu gehen? Habt ihr, obwohl er der Ältere, glaube ich, ist, gemeinsam angefangen? Oder seit wann stehst du eigentlich auf der Matte, wenn man mal so fragen will? Ja, natürlich hat mein Bruder schon eine gewisse Vorbildfunktion, auch als Olympionike 2012 in London, aber auch ich bin ja durch Nick auch zum Teil zum Ring gekommen und stehe vielleicht schon seitdem ich 10 oder 11 bin auf der Matte. Hast du für dich da speziell schon auch Ziele gesetzt, jetzt schon, oder ist es noch zu früh, da jetzt drüber nachzudenken? Ja, doch, hat man sich schon gewisse Ziele gesetzt, vor allen Dingen, weil man schon, bin ja auch als Kadett bei der Junioren Vizemeister geworden und natürlich, und es war auch schon so ein knapper Kampf, auch gegen so einen ernsthaften Rivalen, sag ich mal so, der auch gleichzeitig außerhalb der Wettkampfstätte ja auch ein guter Freund ist, der André, ja. Und ja, versucht man natürlich fürs nächste Jahr nochmal anzugreifen, auch mal so Richtung Gold, dass man dann nicht mal auf dem zweiten Treppchen steht. Natürlich, wie die Amis sagen, der zweite ist der erste Verlierer sozusagen, ne. Und natürlich ist dann auch so, auch die deutsche Meisterschaft so für den Nationalkader, auch so eine Qualifikation für die EM und WM, und vor allen Dingen wird die EM in Rio de Janeiro stattfinden, und natürlich ist schon so ein Gefühl, Südamerika so auch als Teil zum Generalprobe, so für die Olympischen Spiele auch, ja, das ist einfach unbeschreiblich, also ist schon geil. Und da haben wir uns ein bisschen so mit meinem Trainer einen kleinen Deal gemacht, ja, dass wir dann so, wenn jemand fährt, dann fahren wir gemeinsam, ja, nach Rio, und muss man natürlich verfolgen, das Ziel. Schön, Simon. Simon, ganz ruhig, nicht so hektisch. Lass dich nicht anstecken. Aktiver Boden. Weg, vier Fuß weg, zurück! Neu aufbauen! Simon ist gut, so, Ring genauso.
Ja, ja, ganz oben ein. Gut so. Und steh mit drin. Weiter, ja! Voll den Finger umgebogen. Macht doch jetzt nicht sowas. Mensch. Nichts geht da, nichts geht da. Rechte Bein vor. Komm, komm, hau, nimm die Hand. Kontrollier die Hand. Kontrollier die Hand, alles Bein vorne. Nimm die Hand weg. Zieh mit rechts die Hand weg. Hoch. Zappel, zappel. Adam. Zur Siegerehrung einmarschieren können. Also die JMS-Platte, der RST-Gewicht, der vor dem Winterfeld zum Einmarsch bereit. Komm Simon, halbe noch. Beweg den, so kriegst du nicht zum Springen. Und komm, und wieder, übernimm. Und selber, jawohl. Bring doch mal selber da, komm!
Technisch überlegene Punktsieger, Ilja Maturin, Luke Balle. Und wieder hat der Ringer in Blau gewonnen. Das Gesetz der Serie hielt an, bis auf eine Ausnahme.